Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Kinder, liebe Schauspieler, Schauspielerinnen, liebe Eltern, Verwandte und Freunde. Ich darf Sie auf diesem Weg sehr herzlich zur ersten öffentlichen Aufführung des Kurzfilmes Beinahe zu spät begrüßen. Ein Film, der unter der Prämisse steht, wenn ich die Symptome kenne, dann kann ich helfen, den Diabetes früher zu erkennen. Und genau das soll dieser Film bewirken. Wie Sie, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die 87. Oscar-Verleihung, die liegt noch nicht lange zurück. Und wenn ich mir den Film so anschaue, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder der andere vielleicht bei der 90. oder 95. Oscar-Verleihung dann vielleicht dabei wäre. Ich danke euch vielmals, dass ihr euer Zeit, euer Engagement für diesen Film zur Verfügung gestellt habt, nämlich um zu zeigen, um zu helfen, dass es nicht passiert, dass sich Diabetes so entwickelt, dass keiner es merkt und dass man dann mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung wie der Ketoazidose oder dem diabetischen Koma in ein Spital eingeliefert wird. Ganz besonders bedanken möchte ich mich neben den Schauspielern natürlich bei Frau Dr. Andrea Jäger, die ich noch aus meiner Zeit kenne, als ich im Breyerschen Kinderspital mit meiner Ausbildung begonnen habe, und bei Gerald Tiefling, die das Know-how und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, um diesen Film gemeinsam mit euch zu produzieren. Die Filmcrew, 60 Menschen, die ehrenamtlich insgesamt gearbeitet haben, das Yeti-Filmteam, eine gute Kombination, um das zu erreichen, was ihr, glaube ich, damit wolltet. Bewusstsein zu schaffen, dass man was verändern kann. Und zwar, dass man etwas verändern kann, wenn man sein Umfeld, seine Umgebung genau betrachtet und wenn man aufpasst, wenn sich Symptome entwickeln. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass euer Film Erfolg hat, den Erfolg, den ihr euch wirklich verdient. Wünsche alles, alles Gute, ja, und Film ab!